George Breggy zurück hier auf dem Rhône geblüht, als Coach, kann man sagen, Trainer von der Legendenmannschaft. Wie ist das hier zurück auf dem Rhône geblüht? Ja, ist immer das Heimkommen, weil da bin ich gross geworden im Fußball. Hier habe ich gelernt, Fußballspieler. Und zusätzlich habe ich noch die Trainerkarriere verstanden hier für die Leimann. Und neben dem Rhône geblüht Boxen, das ist auch speziell. Ja, wenn man denken tut, dass ich 200 Meter neben dem Rhône geblüht bin, Boxen. Und so bin ich natürlich jede 3 Minuten hier vom Rasen gesehen und kenne praktisch jeden Grashalm. Also kennst du das Rhône Glüt ganz gut, das ist eigentlich wie ein Platz, wo du bist. Ja, das kann man so sagen, das ist halt, da ist man richtig aufgewacht auf dem Rhône Glüt und da hat er die Karriere angefangen. Wie ist das mit den ehemaligen Spielern wieder zusammen zu sein, jetzt hier auf dem Match der Legenden? Ja, sicher sehr schön, nur sind wir natürlich einfach, dass wir halt alle ein bisschen älter sind gekommen, dass wir nicht mehr so spritzig sind. Und der Gegner ist halt, merkt man halt schon, dass der gehört fast 20 Jahre jünger ist als ich. Und wie fit ist der George Breggy noch gegenüber damals, wenn er natürlich bekannter Freistoßschütze war? Ja, das sind sicher ganz andere Sachen. Ich hoffe, wird noch viel gehen, aber eben, bis das ein bisschen dabei ist, die ganze Leute geht ein bisschen länger. Und auf das muss man schon sagen, da macht man schon die Jahre, die man dazu bekommen. Aber deine Boys, die sind motiviert, die hören über die zweite Halbzeit. Ja, die werden alles geben für die zweite Halbzeit und wir werden nochmal zocken. Merci vielmals, George. Ja.